Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir hier in der neuen Zone von 10.1 holen können, und zwar Zarralek Höhlen. Und dort gibt es ein kleines Achievement und das schimpft sich: Nichts hält die Forschung auf. Und für dieses müssen wir Folgendes machen: Besiegt den Anführer der Splitterflammen, Hauptmann Rikal, während eines Ereignisses von Forscher unter Feuer. Und ihr seht, hier hinten haben wir schon den Hauptmann Rikal. Und ja, wie bekommen wir den jetzt her? Wir sind einmal hier in der Mitte auf den Koordinaten 47, 57. Und hier spawnt jede Stunde ein Event, Forscher unter Feuer heißt es. Wir haben hier dieses Titanen-Event, da gibt es nämlich zwei verschiedene, einmal das Titanen- und einmal das Ruinen-Event. Und ja, am Ende von beiden Events müsste der Hauptmann spawnen. Das ist der hier, Hauptmann Rikal. Und dort ist es jetzt so, dass immer zur halben vollen Stunde, also bei uns jetzt zum Beispiel hier um 23.30 Uhr hat das Ganze angefangen, um 1.30 Uhr spawnt das nächste Event und so weiter. Und dort muss man immer solche Fortschritte erfüllen. Am Anfang ist es so, dass man 10 Minuten Zeit hat und in den 10 Minuten kann man so viele quasi Events abschließen, wie man halt quasi mit der Gruppe schafft oder mit den Leuten, die auf einem Server hier mit quasi an den Mobs dran sind. Das ist nämlich ein Event, wo wir dementsprechend quasi nicht für uns selber arbeiten, sondern alle Leute, die quasi hier mit am Event dran sind. Sobald diese 10 Minuten um sind, kann man in den 10 Minuten maximal 9 Events schaffen. Man kann aber auch weniger schaffen. Wir hatten jetzt, glaube ich, gerade nur 6 oder so. Und dann kommen noch 3 weitere Phasen. Und die letzte dieser 3 Phasen ist immer der Endboss, also der Rikal. Heißt, ihr bekommt es, sobald ihr dieses Event einmal komplett abgeschlossen habt. Ist nicht sonderlich schwer. Man muss bloß so ein bisschen drauf achten, okay, wie ist der Timer gerade, wann kommt es. Es steht hier auch tatsächlich mit dran, aber aktuell alle Stunde immer zur halben Uhrzeit oder zur halben Stunde so rum. Also jetzt das nächste Event wäre jetzt, wie gesagt, um 1.30 Uhr. Gut, mehr ist es tatsächlich nicht. Dann gibt es auch noch hier nette Belohnungen mit bisschen Ruf und bisschen Ressourcen. Und wenn ihr Glück habt, gibt es auch noch ein Pad und Mount in dem Beutel drin. Zum Mount hatte ich auch schon ein Video gemacht. Und ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.